Gerade an den Weihnachtstagen zeige ich einen Film des jüdischen Regisseurs Yoav Shamir, der es in sich hat und der ganz bewusst nur um 23.10 Uhr im Spartenkanal Dreisat lief. Sie werden Szenen sehen, die mich erschüttern und Sie vermutlich auch. Dieses Video soll nicht Hass säen, sondern aufrütteln. Es soll Denk- und Sprechverbote in Deutschland überwinden. Und gleich vorweg, es gibt glücklicherweise viele jüdische Stimmen, die Aussagen machen können, die mir als Deutschen sicher nicht erlaubt sind. Nach dem Film werde ich auf einen Artikel kurz eingehen, der in der israelischen Zeitung Haaretz erschien, mit einer für mich ganz zentralen Erkenntnis. Ich danke Yoav Shamir, dessen Film ich gleich in Auszügen zeige, Professor Norman Finkelstein, der in dem Film auch vorkommt, und vielen anderen. Den gesamten Film von Yoav Shamir können Sie übrigens in meinem Telegram-Kanal anschauen und sogar herunterladen. Es ist mir wichtig, dass wir uns mit der Geschichte beschäftigen, denn nur so können wir die Gegenwart verstehen und die Gefahren der Zukunft erkennen. Ich habe keine Angst, ich hasse nicht, denn Angst und Hass sind Mentalgifte. Für mich ist es ein ganz wichtiger Grundsatz in meinem Leben, nicht zu hassen und sich nicht zu ängstigen. Yoav Shamir, ein jüdischer Regisseur, produzierte den Film Defamation, Spurensuche einer Verleumdung. Und am 13. Dezember 2011 wurde dieser Film um 23.10 Uhr im Spartensender Dreisat ausgestrahlt. Ein Millionenpublikum konnte damit sicher nicht erreicht werden. Und vermutlich war genau das gewollt. Das Anschauen dieses Films sollte an deutschen Schulen zur Pflicht gemacht werden. Unter anderem begleitet der Regisseur eine Gruppe junger Juden auf dem Weg zum Massenvernichtungslager Auschwitz. Die Teilnehmer sollen ihr Motiv für die Reise schildern und ein junger Mann antwortet darauf: Ich gehöre zur dritten Generation von Holocaust-Überlebenden. Wenn meine Großmutter über den Holocaust redet, sehe ich in ihrem Gesicht diesen Ausdruck: Wir vergeben niemals und wir vergessen niemals. Ich sehe, was sie fühlt, aber ich fühle es nicht. Auf dieser Reise möchte ich es fühlen lernen, dieses Wir vergeben niemals und wir vergessen niemals. Auf dieser Reise, so sagt er, möchte ich es fühlen lernen, dieses Wir vergeben niemals und wir vergessen niemals. Eine Lehrerin begleitet die Kinder und bereitet sie auch mental auf die anstehende Reise gründlich mit folgenden Aussagen vor. Versucht die Verbindung zwischen damals und heute zu ziehen. Antisemitismus wird es immer geben. Israel wurde als Konsequenz aus dem Holocaust gegründet. Antisemitismus gibt es überall. Die Zeitungen sind voll davon, in Europa und anderswo. Ihr seid Juden. Ihr werdet als Nächste in die israelische Armee eingezogen. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Geheimdienstleute sind dabei, um den Kontakt mit Leuten vor Ort zu verhindern. Ihr werdet dort auf Menschen treffen, die uns nicht mögen. Ihr werdet es merken. Glücklicherweise sind heute in Deutschland die Zeitungen frei von antijüdischer Hetze und offene Feindseligkeiten habe ich in meinem Leben kein einziges Mal beobachten können. Mit Aussagen, Geheimdienstleute sind dabei, um den Kontakt zu Leuten vor Ort zu verhindern, macht man den Jugendlichen Angst. Ihr werdet dort auf Menschen treffen, die uns nicht mögen, ihr werdet es merken. Selbst heute noch können sie uns nicht leiden. Solche Aussagen lassen ein unvoreingenommenes, lockeres, offenherziges Kennenlernen von Menschen in Polen während der Reise gar nicht zu. Und das führt dann zu Szenen wie dieser. A dopiero jak powiedziałem z Izraela, no to powiedziała, że tak. English. Umedaber o to Izrael, ma masz ochu klawi. Walty. Boy, kwa, ma to debarty mechat kaze. Woni, woni. Ma i tchal tchal debarty. Woni. So entstehen Missverständnisse und das eine Mädchen behauptet, die Männer würden schlecht über Israel reden und sie Hexen nennen. Mich macht nachdenklich, wie ein junger Jude in dem Film Folgendes sagt. Das macht uns so besonders. Keiner kann uns leiden und wir sind stolz darauf. Das macht uns besonders. Keiner kann uns leiden und wir sind stolz darauf. Darf man darauf tatsächlich stolz sein oder sollte man nicht grundsätzlich sich, wie auch die anderen, stets hinterfragen?
Ich stelle mir vor, wie ich meinen Eltern sage, Mama, Papa, im Kindergarten haben die Menschen mich schon stets gehänselt und geärgert, keiner mochte mich. Und in der Schule haben die Menschen mich dann stets gehänselt und geärgert, keiner mochte mich. Und dann während meiner Zeit als Bankkaufmann und Investmentbanker haben mich auch alle gehänselt und geärgert, keiner mochte mich. Deshalb habe ich mich dann selbstständig gemacht und ich bin so stolz auf all das. Ist es nicht eine sonderbare Vorstellung? Ein Mädchen fügt hinzu. So werden wir erzogen. Wir wissen, dass wir gehasst werden. Wenn du als Kind schon weißt, dass du gehasst wirst und weißt, was damals im Holocaust mit deinen Vorfahren passiert ist, dann entwickelst du Wut auf die anderen. Leid, Wut, sogar Hass. Alle hassen uns Juden. Damit wachsen wir auf. Mit Hass und Antisemitismus. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das mal nicht gegeben hat. Das wird bestimmt die Israelin in mir stärken, die Jüdin. So werden wir erzogen. Wir wissen, dass wir gehasst werden. Und wenn du als Kind schon weißt, was damals im Holocaust mit deinen Vorfahren passiert ist, dann entwickelst du Wut auf die anderen, Leid, Wut, sogar Hass. Das haben wir gerade gehört von dem Mädchen. Leider ist es wohl so, aber Hass öffnet die Tür zum Bösen. Der Regisseur fragt nach den Bildern aus dem Massenvernichtungslager Auschwitz. All das unfassbare Leid, das man meinem Volk angetan hat. Vielleicht, so kommt mir in den Sinn, kann uns danach das Leid der anderen nicht mehr viel bedeuten. Ich will wissen, ob die Jugendlichen das auch so sehen. Vielleicht ist das wirklich unser Problem. Unsere Reizschwelle ist zu hoch. Wenn wir im Fernsehen sehen, wie die Häuser von Arabern in Flammen aufgehen oder von der Armee zerstört werden, dann sagen wir, das ist doch nicht so schlimm. Wir haben Schlimmeres erlebt. Sie haben uns in Züge verfrachtet und gezwungen, andere Juden zu töten. Ich glaube, dass... Wenn ich es im Fernsehen sehe, macht es mir nicht viel aus. Ich sage mir, na und, die Araber haben doch noch viele Häuser. Gegen Ende des Films, nach dem Besuch von Auschwitz, wird ein anderes junges Mädchen eingeblendet. Sie sagt: Wenn du das siehst, sagst du dir, ich will die umbringen, die das gemacht haben. Aber wenn ich rassistisch bin, wird es immer jemanden geben, der noch rassistischer ist und es wird nie aufhören. Wen würdest du töten wollen? Wen würde ich töten wollen? Alle. Wen alle? Die Nazis, unsere Feinde, die das gemacht haben. Aber du weißt, dass sie tot sind. Ja, aber es gibt neue Generationen. Vielleicht sind die anders, aber sie sind da. Erinnern wir uns an das vorletzte Mädchen, das über die Häuser von Arabern spricht, die in Flammen stehen und dann sagt, dass es ihr nicht viel ausmache, denn die Araber haben ja noch viele Häuser. Neben mir blenden wir einen Artikel der israelischen Zeitung Haaretz ein und ich verlinke einen umfangreichen dreiteiligen deutschen Artikel dazu in der Infobox. Darin findet sich die Aussage, doch man müsse zugeben, meint der Autor, dass es kaum verwunderlich wäre. Ein misshandeltes Kind würde oft zu einem misshandelnden Elternteil. Was auf der persönlichen Ebene gilt, gelte eben auch auf der nationalen Ebene. Zitat Ende. Jedem sollte klar sein, was dies aussagt. Wir müssen die Gewalt- und Hassspirale durchbrechen. Das deutsche Volk wurde noch nach der Kapitulation, nach dem Ersten Weltkrieg im November 1918 ausgehungert bis zum Juli 1919. Ich habe in einem Video vom 6. Februar 2020, welches wir in der Infobox auch nochmals verlinken und neben mir zeigen, dazu ganz viel zusammengestellt, auch eine herzergreifende Rede des damaligen Reichsaußenministers über die Hunderttausenden Hungertoten in den Monaten nach der Kapitulation im November 1918. Und heute wird völlig einseitig so getan, als hätte nur das deutsche Volk Schreckliches zu verantworten. Und gerade dies macht es doch so verdächtig. Mit Sorge und Verwunderung sehe ich, dass in den bekannten, hochgelobten Holocaust-Büchern unzählige in Kapitel 6.3 meines Buchs Rentbestimmt gezeigte Aspekte völlig unerwähnt bleiben. Und dies werde ich in der kommenden Woche dann in einem Video ansprechen. In dem Film von Yoav Shamir kommt auch Professor Norman Finkelstein vor. Er schrieb das Buch Die Holocaust-Industrie. Und noch ein weiteres, auf das ich danach eingehe. Wir blenden mal eben eine Sequenz von ihm ein, aus diesem Film.
Professor Norman Finkelstein von der Universität in Chicago hat ein Buch geschrieben, Die Holocaust-Industrie. Ein Vorwurf an jüdisches Establishment, den Holocaust zynisch für die eigenen politischen Zwecke zu benutzen. Dr. Finkelstein, you have some visitors? Whenever Israel faces a public relations debacle, jedes Mal, wenn Israel in den Meinungsumfragen schlecht dasteht oder unter Druck gerät, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen, holt man den Popanz des neuen Antisemitismus aus der Kiste. Die eigentliche Definition des Wortes lautet irrationaler Hass auf Juden, einzig aus dem Grund, weil sie Juden sind. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um Feindseligkeit gegenüber dem Staat, der sie repräsentiert und der ziemlich brutale Gewalt anwendet. Ich glaube schon, dass viele Leute, denen ich begegne, eine Art tief sitzendes, ungutes Gefühl uns Juden gegenüber haben. Aber hat das substanzielle Auswirkungen auf mein Leben? Die Antwort lautet nein. Es ist doch pathologischer Narzissmus. Eine Art Nabelschau, wenn man die reichste, wohlhabendste und erfolgreichste ethnische Gruppe in den USA ist, einem also die Welt auf dem Silbertablett serviert wird und man sitzt herum und redet von Antisemitismus. Ich finde das beschämend. Als ich Finkelstein zum ersten Mal interviewe, ist mir nicht klar, was für eine kontroverse Figur er in den Augen des jüdischen Establishments ist. Finkelstein, der Sohn von Holocaust-Überlebenden, hat den Ruf, an sich selbst hassender Jude zu sein, ein Holocaust-Leugner und Verrückter. I know if you Google Norman Finkelstein and Holocaust denier. Wenn Sie heute Norman Finkelstein und Holocaust-Leugner googeln, kriegen Sie ungefähr 10.000 Treffer. Also wenn ich ein Holocaust-Leugner wäre, wenn ich es wäre, müsste ich anerkanntermaßen verrückt sein. Wenn man bedenkt, wer meine Eltern waren, müsste ich als Holocaust-Leugner wirklich klinisch verrückt sein. Das müssen Sie nun selbst beurteilen. Sie teilen vielleicht meine Auffassungen nicht, aber haben Sie den Eindruck, ich sei klinisch verrückt? Wenn Sie das nicht glauben, dann müssen Sie sich fragen, warum 10.000 Websites das behaupten. Seine Leidensgeschichte zeigt, wie man auch hier in Deutschland mit Wahrheitssuchern, ich formuliere das ganz bewusst so, mit Wahrheitssuchern umgeht. Und auf Seite 18 seines Buchs Holocaust-Industrie schreibt er: Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den späten 60er Jahren rührten nur eine Handvoll Bücher und Filme an das Thema. Nicht nur die Amerikaner im Allgemeinen, sondern auch die jüdischen Intellektuellen schenkten der Massenvernichtung der Juden durch die Nazis wenig Beachtung. Und dann auf Seite 23 folgt: Mit dem arabisch-israelischen Junikrieg von 1967 wurde alles anders. Praktisch allen Berichten zufolge wurde der Holocaust erst nach diesem Konflikt zu einem festen Bestandteil des jüdischen Lebens in Amerika. Und auf Seite 38 schreibt er dann: Einmal ideologisch umgeformt, erwies der Holocaust sich als perfekte Waffe, um Kritik an Israel abzuwehren. Professor Norman Finkelstein. Und in dem im August 1996 erschienenen Werk Hitlers willige Vollstrecker von Daniel Jona Goldhagen wird der Eindruck erweckt, die Deutschen seien ein Tätervolk gewesen, das in vorauseilendem Gehorsam handelte. Und der jüdische Professor Norm Finkelstein schrieb in einer Replik darauf, dass Goldhagen den Holocaust nicht erkläre und seine These auch nicht historisch entwickelt sei. Finkelstein sagt konkret: Nehmen wir einmal an, Goldhagens Argument sei richtig, die Deutschen hätten die Juden über alle Maßen verabscheut und nichts Eiligeres zu tun gehabt, als Hitlers Aufforderung, alle Juden umzubringen, in die Tat umzusetzen. Aber gerade dann stellt sich die Frage, woher dieser Hass gegen die Juden kam. Eine Nation von Rassisten, die zum Völkermord bereit sind, ist nun nicht gerade etwas ganz und gar Selbstverständliches. Und Finkelstein wirft Goldhagen dann vor: Wenn die Deutschen so fanatische Antisemiten waren, warum musste eine fanatisch-antisemitische Bewegung dann auf eine Wirtschaftskrise warten, um an die Macht zu kommen? Welcher deutsche Professor, welcher deutsche Historiker würde sich trauen, derartige Fragen zu stellen? Bedarf es aber nicht genau dieser Fragen und der Wahrheit, wenn wir eine nachhaltige Aussöhnung von Juden und Deutschen sicherstellen wollen? Ich für meinen Teil bin sehr froh, dass es mutige Menschen wie Norman Finkelstein gibt oder auch Yoav Shamir.
Die deutsche Fassung seines Films finden Sie am heutigen 25. Dezember in meinem Telegram-Kanal in voller Länge und Sie können die Version auch downloaden. Und laut Plenarprotokoll des Deutschen Bundestages hat unser erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, am 27. September 1951 erklärt, und ich verlinke die gesamte Rede eben auch in der Infobox. Das deutsche Volk hat in seiner überwiegenden Mehrheit die an den Juden begangenen Verbrechen verabscheut und hat sich an ihnen nicht beteiligt. Es hat in der Zeit des Nationalsozialismus im deutschen Volk viele gegeben, die mit eigener Gefährdung, aus religiösen Gründen, aus Gewissensnot, aus Scham, über die Schändung des deutschen Namens ihren jüdischen Mitbürgern Hilfsbereitschaft gezeigt haben. Und am Ende der Rede Adenauers verzeichnet das Protokoll lebhaften Beifall im ganzen Haus, außer bei der Kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD, und auf der äußersten Rechten. Können Sie alles nachlesen. Und am 30. Januar 2013 äußerte jedoch Inge Deutschkron, eine Überlebende der NS-Judenverfolgung, in einer Gedenkstunde laut dem Textarchiv des Bundestages, was ich auch verlinke: Das deutsche Volk jener ersten Nachkriegsjahre wurde beschützt von seinem ersten Kanzler, der im Parlament in einer Regierungserklärung behauptet hatte, die Mehrheit der Deutschen wären Gegner der Verbrechen an den Juden gewesen. Viele von ihnen hätten sogar den Juden geholfen, ihren Mördern zu entkommen. Ach, wäre das doch die Wahrheit. Wer das Kapitel 6.3 meines Buchs Fremd bestimmt gelesen hat und vertieft darin das erwähnte Werk von Peter Longerich mit dem Titel Davon haben wir nichts gewusst, die Deutschen und die Judenverfolgung 33-45, der muss doch dem ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer beipflichten. Je weiter wir uns zeitlich vom Kriegsende entfernen, desto mehr scheinen wir uns von der Wahrheit abzuwenden. Und dem ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt, immerhin SPD-Politiker, wird übrigens vorgeworfen, dass er beim Krieg der arabischen Staaten Ägypten und Syrien gegen Israel 1973 eine Luftbrücke der USA über die Bundesrepublik Deutschland sabotiert habe. Und deshalb warf Michael Wolfsohn Brandt kürzlich in einem Artikel noch vieles vor. Ich zitiere daraus wörtlich und unverfälscht: Der Historiker David Bankier hat die Haltung der aus Deutschland geflüchteten Sozialdemokraten erforscht. Sein Fazit: Die systematische Judenverfolgung habe bei ihnen, wenn überhaupt, kaum Beachtung gefunden. Gleiches gelte für Willy Brandt. Werfen wir einen Blick auf sein Judenbild. Der Kampf gegen die jüdischen Kapitalisten ist das Einzige, was vom antikapitalistischen Programm des Nazismus übrig geblieben ist, schrieb Brandt vor dem Krieg am 1. Januar 1939 im norwegischen Telegraph Ock Telefon. Im Klartext: Zumindest die meisten Juden wären Kapitalisten und gegen sie vorzugehen wäre richtig. Die Selbstaufgabe des Jüdischen, der Diaspora-Juden, also vollständige Assimilation der Juden, das verlangte Brandt. Wer das nicht wolle, sollte nach Zion. Palästina ist genau der Ausweg. Kurz vor Kriegsende am 9. Februar 1945 bezeichnete Brandt auf einer Mitgliederversammlung der SPD-Ortsgruppe Stockholm Juden und das deutsche Volk gleichermaßen als Opfer der NS-Politik. Abenteuerlich. Zitat Ende. Ja, Herr Wolfensohn, ich schreibe in meinem Buch auch ganz bewusst, dass Juden, Russen und Deutsche auch die Opfer der gleichen Täter sind. Begeben wir uns doch gemeinsam auf die Wahrheitssuche. Was Willy Brandt damals sagte, würde heute Empörungswellen hervorrufen. Denken wir mal bitte alle darüber nach. Und wirkliche und nachhaltige Aussöhnung, die ich mir sehr wünsche, kann es nur auf dem Fundament der Wahrheit geben. Historiker, Journalisten und Politiker müssen sich auf die Wahrheitssuche begeben, auch wenn dabei das Infragestellen eigener Welt- und Geschichtsbilder unbequem ist. Die Opfer der Kriege auf allen Seiten haben unsere Anstrengungen für eine ehrliche Aufarbeitung der Geschichte mehr als verdient. Und die heute Lebenden benötigen sie, um eine wahrhaftige Aussöhnung zu erlangen und mit den nachhaltigen Frieden zu schaffen. Tun wir es nicht, und die Täuschung wird für die Betrogenen offenbar, wird sich neuer Zorn den Weg bahnen. Neues Unheil wäre die Folge. Hass und Angst sind der Nährboden für neue Kriege. Und deshalb dürfen wir ihnen keinen Raum bieten. Ganz in diesem Sinne äußert sich Rabbi Israel Melau, der das Konzentrationslager Buchenwald überlebte: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist es, was unsere Tora uns aufträgt. Hasse nicht, räche dich nicht. Das führt nur zu mehr Blutvergießen. Strebe danach zu lieben und das Universum neu zu erfinden. In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ich wünsche uns allen Frieden, Freiheit, Wahrheit, Selbstbestimmung. Lasst uns nicht Angst und Hass frönen, lasst uns den Weg der Liebe gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und alles Glück dieser Erde.